Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und wir wollen einmal reinschauen, was ich da Schönes drin habe. Diesmal sind wir tatsächlich nur mit meinem Main unterwegs. Ich habe die Woche leider nicht so viel Zeit gehabt, quasi meine Twinks auch durch verschiedenen Content-Boxen. Einfach der Tatsache geschuldet, dass ich meinen Main durch etlichen Content geboxt habe. Unter anderem war ich letzte Woche bei allen 4 Covenants und habe meinen Ruhm ein bisschen erhöht. Bei allen auf Stufe 24 bzw. dann hoch auf 26, um maximale Seelen zu farmen. Dementsprechend diesmal nur ein Char, aber ich habe im Gespür, dass was Gutes drin ist. Und ich würde sagen, wir gucken einmal rein und ich hoffe, dass der Kopf drin ist. Und ich war nämlich, glaube ich, noch im HC ein bisschen unterwegs. Wie soll es anders sein? Es ist kein Kopf drin, aber wir haben den Ring drin. Gucken wir mal. Also, wir haben eine HC-Hose, die brauche ich nicht. Dann haben wir HC-Trinket. Ja, das ist was mit Absorption. Das könnten wir vielleicht mal angucken. Wobei, mal schauen, dann habe ich noch einen LFR-Ring, den brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Hier haben wir einen Ring mit Versa-Tempo. Der wäre tatsächlich gut. Den könnte ich eigentlich sogar nehmen, wäre so Tempo-Ring, weil ich habe nur 2 Ringe mit 226, mit 220 so rum und ich brauche noch einen 226er-Ring. Ja, das wäre ein kleines Upgrade zumindest. Was haben wir da? Wir haben eine Hose mit Versa Mastery und Tempo, die wäre natürlich auch nicht schlecht. Die könnte ich, wenn ich noch ein bisschen Rating hochspiele, auch hochbasteln. Dann haben wir einen Umhang. Die haben beide plus Bewegungsgeschwindigkeit drauf, ne? Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Tja, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, ne? Sowohl die Hose als auch der Umhang wäre gut mit extra Movement Speed, aber der Ring bringt mir natürlich Item-Level technisch noch ein bisschen nach oben. Ich glaube, ich nehme den Ring diesmal. Nehmen wir den Ring. Das andere wären zwar auch noch Transmog-Sachen gewesen, aber egal. So, was haben wir gekriegt? Die blutigen Tiefen auf Stufe 14. Jetzt muss ich bei dem Ring auf jeden Fall noch gucken, dass wir da einmal einen Sockel drauf machen, deine Verzauberung. Jetzt muss ich bloß schauen, welchen ich austausche. Ich habe einmal einen Versa Mastery, da habe ich aber mehr Versa drauf und dann habe ich einmal einen Tempo Versa mit Bewegungsgeschwindigkeit. Ich würde gerne den behalten, aber ich brauche eigentlich mehr Versa tatsächlich. Müsste ich fast den hier austauschen. Ah, schönes Tempo raus. Ja gut, ich würde sagen, dann gehen wir einmal zu Venari rüber. Holen uns noch den Sockel. Ach, die backt ja bei mir immer, ne? Fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe die letzten paar Male, wo ich bei mir quasi ein Item austauschen konnte, ne? Und ich dann dementsprechend zu Venari bin. Jedes Mal hat es rumgebackt, dass ich, wenn ich den Sockel kaufen wollte, jedes Mal reloggen musste und hin und her. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert es jetzt diesmal ohne großartige Bugs. Ich habe, glaube ich, oder habe ich noch Soulash? Ja, ein bisschen, Soulash sage ich, ein bisschen Stigier. Ich bin es ja im Moment nicht mehr am Farmen. So, knapp reicht's noch. Vielleicht sollten wir es mal wieder farmen. Ah, naja. Okay, das blockt ein Add-on. Heißt, ich muss da jetzt wahrscheinlich ein, zwei Mal reloggen. Für das kleine Opening soll es an der Stelle tatsächlich schon gewesen sein. Ich verabschiede mich an der Stelle. Und ja, nächste Woche werden wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Chars zur Verfügung haben. Ich verabschiede mich, euer Tela. Bis dann. Ciao.